Der Highway ist unter uns. Haldirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier ranhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Ma'am. Haldir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Haldir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Halte uns auf dem Laufenden. Alex, hier lang. Haldir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an. 338 Lapua, panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Adir. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Mach mich stolz, Alex. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Raza, platziere ein Ziel beim Bus. Tikrami, bitte lahm. Entuchwani. Kalle Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Zwei Striche, verstanden. Der Wind lenkt deine Schüsse vom Ziel ab. Die Flaggen zeigen seine Richtung. Schieß dann gegen den Wind. Erledigt. Treffer! Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf anderer Reichweite. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Ja, Hiawen. Passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Nichts als Wind. Ich hab was bei der Ölpumpe. Nur ein paar Streuner. Sichte weiter die Straße. Der Wolf wird bald da sein. Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speer des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld.
Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach! Augen aufs Dach, Alex. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Guter Treffer. Noch einer. Guter Schuss. Zwei Speere weniger für den Wolf. Ali, du kannst jetzt hin. Kadir ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Maschi, untersuch el-Ishara. Die Männer des Wolfs müssen zum passierenden Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Seid tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Alcatala-Fahrzeuge. Verstanden, nicht feuern, lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein, sie müssen näher ran. Näher, na los, nicht so schüchtern. Sie sehen ihn, sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. Spreng den Truck, Alex. Angriff! Angriff! Feuer eröffnen! Da, links vom Bus. Guter Schuss, Alex. Guter Schuss, Alex. Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Hadir, zieh dein Team zurück. Ihr dürft mir nicht nachgeben. Tu es. Raus da! Schieß auf die Motoren! Halte sie auf! Toller Treffer! Ich
Alex, schalte sie aus! Achte auf das Mündungsfeuer, wenn sie schießen! Alles im Blick. Sie sind erledigt. Alex, da ist noch ein Alcatala-Mörser-Team. Schalte es aus! Visier. Sicher, sie sind tot. Negativ. Da draußen ist immer noch ein Mörser. Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Sehe sie. Mörser-Team ausgeschaltet. Selbstmordtruck! Linke Seite, linke Seite! Sie laufen in Fahrer! Schieß, Alex! Schieß! War knapp. Gut geschossen, Alex. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Truppen den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Noch mehr Sprengsätze, Hadir? Genau wie beim letzten Mal. Wenn Feinde näher kommen, zünden! Halte Abstand! Alex, Captain Price ruft über Funk an. Er meint, es sei dringend. Bitte! Hier, 3-1. Alex, der Wolf ist aus der Stadt geflohen. Er ist unterwegs zu euch. Und die Russen sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch nicht sehen! Bestätigt, sind unterwegs. In Deckung bleiben! Die Schüsse kamen vom Highway! Erledige ihn jetzt! Er liest uns einzeln auf! Alex, finde den Scharfschützen! Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen. Wind hat gedreht. Er ist jetzt viel stärker. Das musst du berücksichtigen. 4 Striche nach links. Neue Zielsuche. Er positioniert sich neu. Er positioniert sich neu. Achte auf das Glänzen seines Zielfernrohrs! Guter Schuss, Alex. Alcatala sammelt sich beim Highway! Das könnte er sein! Das sind 600 Meter, Alex. Schalte sie aus! Thank you.
Barkovs Armee wird bald da sein. Schwester, Rauch! Weißer Rauch, da links! Russische Transportpanzer im Nordwesten! Alex, du musst sie irgendwie aufhalten! Wir kommen nicht durch die Panzerung! Schieß auf die Reifen, um sie zu bremsen! Ziel auf die Reifen! Weiter so, Alex! Das tun. Wir hatten keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Schwester. Schwester. Alex. Hör mir zu. Ich stahl das Gas von den Russen, um uns zu helfen. Nur um uns zu helfen. Sag es, Pfarrer. Sag's ihr, Alex.
Bist du sicher? Okay, gehen wir. Hier lang. Jetzt, Kleines. Folge mir. Die Russen dürfen dich nicht sehen. Folge mir. Tabus mit dir. Bitte, 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 bitte. Sie denken, wir helfen den Rebellen. Hier, nimm diese Maske. Haben okay. Wir auch eine für Farah? Du brauchst eine eigene. Ich helfe deiner Schwester. Los! Nimm die Telefone. Nutzt sie, wenn wir getrennt werden. Okay, wir gehen über die Brücke in die Berge. Dort sind wir sicher. Und wenn sie uns kriegen, Papa? Sie werden euch holen und wegsperren. Ich will nicht weg. Okay. Hör zu, ich weiß. Wir kommen wieder. Versprochen. Adir, sei jetzt stark für deine Schwester. Ja? Behalte Mama hier und bleib hier, klar? So überleben wir. Verstehst du? Ja, Baba. Hör zu, wenn wir draußen sind, bleib bei mir, okay? Baba! Nimm dir mit.
Hier ist niemand. Nur meine Kinder. Bitte! Nein! Verstecken! Принесут только одного. Сколько их у тебя? Нет, но как я буду искать? Будет живым щитом. Это снайпер? Мы слышали доклад. Где? Тащи то, что есть, и мочи остальных. Принято, подбой. Засранец. Кристофер! Wer ist im Haus? Ich hab keine Rang. Bist du verletzt? Ich habe Medizin. Zeig dich mir! Ich werde nicht schießen! Sag etwas! Rede mit mir! Ich kann dir helfen! Ich werde dir nichts tun. Zeig dich mir. Ich werde nicht schießen. Zeig mir deine Hände. Na, verdammter Mist. Eine kleine Ratte wie du? Der General mag keine kleinen Terroristen. Ich kann dich holen. Das nützt dir nicht, Kleine. Da gehe ich mit Ratten um. Denkst du, du kannst dich ewig verstecken? Wo ist deine Mutter? Vielleicht ist sie bei dir. Versteckt sie. Du kannst nicht entkommen hier. Komm her, lass uns rausgehen. Ich sage,
finde dich! Da bist du! Kraftzucker! Weg von hier! Er ist dich, Ibarra! Töte ihn! Ibarra! Nochmal, Schwester! Das schaffst du! Schwester, Hilfe! Ich drehe dir den Hals um! Baba? Kinder. Du musst aufstehen. Ah, ich kann nicht. Ich kann nicht mitgehen. Was tun wir? Überleben. Um jeden Preis. Gib niemals auf. Baba, hab dich lieb. Ich komm nicht ans Schloss. Komm, ich heb dich hoch. Es klemmt. Versuch es aufzuheben. Du schaffst es, Schwester. Пора! Варто! Да, зон солдаты! Не все виновны. Марков хочет ликвидироваться. Окей. Мешкан Ген. Лапунте, отгон сумер. Сэр, у нас пропал поезд. Что? G12. Он не отвечает. Bruder, wir müssen weiter. Das ist nicht fair. Sie töten einfach alles. Erfüllen Sie Soldaten. Bleib ganz dicht bei mir, ja? Wir gehen zu dem blauen Auto auf der anderen Straßenseite. Macht es bereit. Okay, bleib bei mir. Говорят, парковка имеет людей за меньше. Дома! Шлем, ты вряд ли они что-то знают. Тихо! Сюда идет Виктор. Прочесать местность! Сопротивление? Ничего сложного. Женщины? Дети? Идут с машинам. Полный комплект. Говорят, что? Попадает. Доложит обстановку. Это произойдет. Но не Hirtos, ich gehe vor und wir machen das sicher. Bist du verletzt?
Okay, die Luft ist rein. Werden dich husten hören. Ich werde gehen. Such eine Waffe. Wenn es eng wird, lenk sie mit dem Telefon ab. Pass gut auf. Werde ich. Hey, schau mal. Ich hab einen Revolver. Nein! Ja, yeah. Den Rest der hat nicht mal danach gegriffen. Schau dir das Ding an. Ist brandneu. Der hat nur 6 Schuss. Das ist gut. Nicht so ein. Ja. Yeah. Ist der cool! Ich brauche die Waffe! Von meinem Zeug, klar! Das interessiert mich an den Scheißdreck. Der geht nicht mal durch Panzer. Das hier ist ein 44er. Der durchlöchert dich komplett. Von wegen. Wollen wir wetten? Du schießt mit dem Ding nicht auf mich. Ja, weil du Angst hast, dass ich recht habe. Nein! Hinter sie! Luca! Ich fahre! Ergreift ihn! Nein! Komm her! Los, los! Nein! Finger weg! Fahre! Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Perfekt. Musik.